Und dann kriegt der Bürgermeister auf jeden Fall noch einen Keks. Wo ist er denn? Was ein ekliges Tier. So, Bürgermeister. Wo soll denn hier der Bürgermeister rumeiern? Hier ist ja gar kein Bürgermeister. Wo ist der Bürgermeister? Kapzer Han. Hä, bin ich gerade ein bisschen doof oder was? Wo läuft denn der Bürgermeister hier rum? Da hat er sich unsichtbar geschaltet. Hier ist kein Bürgermeister. In der Höhle wird auch keiner rumlaufen. Ja, sag mal. Ich glaube, ich habe schon Kekse auf den Augen, oder was? Jetzt ist er am Bürgermeisterhaus. Der Typ, der will mich auch ein bisschen verarschen hier. Der will keinen Keks. Der Bürgermeister will keinen Keks haben. So. Oh weh, Kollege, du haust mir gleich wieder ab. Dann gibt's ja mal einen Satz hinter einem Folie. Frage mich, ob Doraemon den Beschwörungsreif bekommen hat. Ah ja, da war ja noch was. Wahrscheinlich noch nicht, aber ich werde mal schauen. Was gibt's denn, Nobita? Hamon, ich habe Angst, dass Termais den Armreifen nicht hergibt. Aha. In solchen Dingen ist er sehr streng. Warum sagst du ihn nicht, warum du ihn brauchst? Meinst du? Ja klar, warum nicht? Ja, hab herzlichen Dank. Wenn er dir nicht glaubt, stehe ich für dich ein, okay? Das wäre super. Alles klar, gehen wir. Was mache ich denn jetzt? Oh weh, was hier ein Schlamassel zum Haare raufen. Doraemon. Nobita. Warum regst du dich so auf? Tja, Mais hat, was? Was? Kommt einfach mit. Hey. Feuerfee, koch mir was. Ah, was hier ein Sklaventreiber. Lol.
Steht mein Bad bereits wasserfähig? Ich kümmere mich drum, lol. Hey Windfee, wo bleibt meine erfrischende Brise? Ich gebe schon mal mein Bestes. Was ist das denn, ey? Das ist ja wohl die Hölle. Er zwingt die Feen mit dem Beschwörungsreif seinen Haushalt zu machen. Das ist ja das Letzte. Einen tollen Bürgermeister haben wir. Haben Sie gerade Zeit, Herr Mais? Das ist Harmon. Wie du siehst, bin ich beschäftigt. Sie sollten Nobita seinen Freunden den Armreif zurückgeben. Unsinn, dieser Armreif gehört mir. Ich habe ihn gefunden. Ich glaube kaum, dass du der ursprüngliche Eigentümer bist. Er gehört uns. Warum tun sie so, als ob er ihnen gehört, Herr Mais? Genau, du hast ihn in diesen Kindern gestohlen. Und wozu? Damit wir deinen Haushalt für dich machen, pa. Ich gehe nie wieder dort hinein. Hey, aufhören. Oh, das war cool. Bist du die Windfee? Bingo, der Wind geht, gehorcht meinem Befehl. Komm sofort zurück. Danke, ich bin euch verschuldig. Wir haben die Nase voll davon, seinen Bediensteten zu sein. Du kannst uns laut sagen, Schwester. Doch, Mann, ich bitte dich. Mach, dass sie verschwinden. Okay, aber wenn wir ihnen helfen, geben sie uns den Armreif zurück. Ihr könnt ihn haben. Geben sie uns erst das Armband. Hier. Okay, dann los. Sagt Tschüss, ihr Feen. Nix hier weg hier. Okay, das wäre erledigt. Danke für eure Hilfe, Harmon. Ach was. Hat doch nichts gemacht. Zum Glück hat alles geklappt. Ja. Herr Mais, der Wind war plötzlich weg. Dann ging es runter, ja. Aber ja, ich muss Herr Mais in die Klinik bringen. Okay, viel Glück. Mann, ich wollte Ihnen einen Kicks geben. Haben wir es übertrieben? Nö. Herr Mais hat die Feen doch gerufen. Das geschieht Ihnen ganz recht. Das stimmt wohl. Ich gehe jetzt auch nach Hause. Ja, tschüss. Okay, bis später. Tschüss. Okay, jetzt geben wir Vena den Beschwörungsreif. Und ach Mist, er ist noch bei Doraemon. Dann muss ich ihn wohl später holen, ja. Ich wollte jetzt erstmal Termais einen Keks geben. Aber ich glaube, das ist in der Klinik, oder? Doraemon ist im Bürgermeisterhaus. Termais müsste auch hier sein. Wahrscheinlich oben, oder was? Das hier habe ich gemeint, nimm es. Beschwörungsreife halten. Okay. Was auch immer ich damit machen muss. So, wo ist der blöde Termais? Was ich mit der Kiste da anstellen kann, das habe ich auch noch nicht ganz gerallt. Da ist er ja.
Jetzt hau doch nicht ab, Mann. So, jetzt habe ich noch 2 Kekse. Ich werde dem Doktor noch einen Keks geben. Den Dr. Rokondo. Vielleicht kriegen wir eine geile Medizin oder so als Dank. Warum kann ich hier keinen Keks geben? Das ist ja interessant. Bin ich mit denen noch nicht gut genug, dass er keinen Keks haben will oder was? Na, dann geben wir ja noch einen Keks. Gut, dann gehen wir jetzt mal nach Vena. Geben ihr jetzt den Beschwörungsarm reif und dann schauen wir mal, was dann dort gleich Sache sein wird. Hä? Verstehe ich nicht. Kann ich ihn nicht geben. Vielleicht muss ich noch warten, bis ich mit der ein bisschen dickere bin. Keine Ahnung. Wer weiß das schon. Gut. Gut, ich gehe noch eine Runde Holz fällen und dann lassen wir den Tag ausklinken. Und dann war es das hier für mich heute. Genau, ich kann noch mal eben. Obwohl, den können wir auch verkaufen. Den einen blöden Rettichstab da. Was stehst du denn hier auf meiner Farm rum? Wo ist denn jetzt meine... Ah, da war sie gerade. Meine Axt. Ein bisschen Holz fällen gehen. Bam, bam. Komm, fall um. Nochmal. Und nochmal. Siehst du, ich wollte mal gucken. Wegen Upgrades und so. Komm, Bruder, jetzt hau weg das Ding. So.
Ach komm, den einen Baum kriegen wir doch noch, oder? Naja, egal. Was nicht sein soll, soll nicht mehr sein, ne? Man kann nicht alles haben. So, Hund, komm her, du kommst auch mit ins Haus. Der Tali macht Feierabend für heute. So. Wir gehen schlafen. Ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen, meine Lieben. Und bin in dem Fall jetzt erstmal raus. Dankeschön, ne? Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, gib mir noch eine Sekunde.